Weißt du, eigentlich ist es nicht so schlimm. Deine Haare fühlen sich dann ganz gut an und Peeling brauchst auch keins. Und so ein leichtes, bläuliches Tönchen im Gesicht würde dir sicherlich gut stehen. Du bist so ein mieser Schleimer, Felix. Guck mal auf deine Karte. Nein! Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam und zu meiner persönlichen Rache-Show. Nein, es wird bestimmt überhaupt nicht schleimig heute. Denn es gibt eine neue Schleim-Challenge und die funktioniert folgendermaßen. Ich habe Begriffe, die ich nicht erwähnen darf, muss aber trotzdem erklären, was Felix zu kochen hat, denn er kennt das Rezept nicht. Aber wenn ich das falsch mache, gibt es sehr viel Schleim über meinen Kopf. Das wird sehr lustig. Und wenn ihr die letzte Schleim-Challenge noch nicht gesehen habt, hier ein paar wundervolle Ausschnitte von mir. Oh nee, da ist das dein Ernst. Bring it on, Slime Goddess. Oh nee, das kam jetzt sehr früh. Nein! Und jetzt freue ich mich, wenn du das alles abbekommst. Ich bin so excited. Ich auch. Bring it on. So, Miss Future Slime, bitte. Okay, es geht los. Du... Hund, Katze, Maus. Du holst jetzt erstmal etwas und das Material ist wie die meisten Möbel in einem schwedischen Möbelhaus. Metall. Nee. Blech. Shirtbuller. Also, und wenn ich das anzünde, dann brennt es voll gut. Okay, meine Haare. Okay, Holz. Ich soll ein Brettchen holen, ja? Sehr gut. Und dazu holst du auch noch etwas. Das ist kein Baseballschläger, denn das wäre meine bevorzugte Waffe, sondern ganz klassisch Serienkillermäßig. Also so Psycho, ein Messer, ja? Ja, danke. Okay, ja. Ja, das ging ja schon mal gut los. Das geht schon mal gut los. Und dann holst du jetzt ein... Kartoffelstampfer. Gemüse. Du holst ein Gemüse, das steht hier nicht drauf. Boah, voll gut. Du holst ein Gemüse und das ist wie die kleine Schwester der Aubergine. Die kleine Schwester der Aubergine. Was? Und es ist, ja, es ist auch voll lecker auf dem Grill. Die haben ja gar nichts miteinander zu tun. Was? Okay, eine Zucchini, ja? Also ich würde jetzt sagen so, also zufälligerweise haben wir beides. Also Zucchini ist ja wohl einer Gurke ähnlicher. Ja, aber das dürfte ich vielleicht nicht sagen. Ach so, ja, verstehe. Na, hast ja aber Glück. Genau, so. Und das zerteilst du ungefähr so, als würdest du es mit der Handkante machen, wie beim Judo. Aber stattdessen... Also schneiden und polieren. In Scheiben. Sehr gut. Okay, also einfach wieder so weiter runterschneiden. Okay, ich habe die erste Karte überlebt. Ehre! Das ist geschnibbelt. Okay. Okay, das so. Liegt doch schon mal. Das liegt doch gar nicht mal so schlecht heute. Jetzt holst du eine... Ja. ...Zutat. Ja. Und wenn ich in einer echt schlechten Fanfiction einer der Hauptcharaktere wäre, dann würde mich diese Zutat voll abschrecken. Lol, was? Essstäbchen. Und ich glitzer in der Sonne. Melissa. Ja, das stimmt. Aber ich bin nicht in der schlechten Fanfiction oder zumindest. Doch bist du. Mann, aber die wurde nicht verfilmt. Ach so, ein Vampir soll ich holen, ja? Ja. Nein, das schreckt mich ab. Ach so. Ach so, stinkt ein bisschen, also, ja. Aber ist schon geil. Ja. Ist es klein? Ja. So zehenartig? Knoblauch? Ja. Okay. Lol. Und eigentlich kannst du auch gleich da bleiben. Ja. Weil das, was du brauchst, ist auch da. Ja. Und wir hatten mal eine Challenge, da waren wir im Edeka Supermarkt. Ja. Und du musstest das essen. Und es war ganz schön intens. Ach so, da sind mehrere. Ach ja, so, das sind vier an der Zahl. Also ich habe hier eine schöne rote, ich habe eine Jalapeno, ich habe eine Habanero, ich habe eine grüne Chili, ich habe kleine grüne Thai-Chilis. Du nimmst die, ja. Bei der Farbe du nicht über die Ampel gehen würdest. Grün, gelb, okay, rot. Ich bin ja ein guter Allmann, wir gehen über rot nicht. Okay, also, aber du kannst gleich da bleiben. Alter, ich hab,
Ich hab, warte, ja, ich bring's jetzt mal hin. Ich hab nicht, während ich da so gewartet habe, schon mal den Knoblauch geschält. Oh, das ist ja nett. Ja. Wir brauchen jetzt noch eine Zutat. Und zwar bleiben wir bei der Ampelfarbe. Ja. Aber wir nehmen etwas, für das wir eine Zeit lang immer ein Bad umgemacht haben, wenn wir es zerteilt haben. Ah, ja. Du meinst, das ist ein guter Gag und ich brauchte nie einen? Ja, weil du hast schon einen. Du meinst den Zwiebelbad? Ja! Gut, eine rote Zwiebel, ja? Ja. Ja. Und das zerteilen wir jetzt alles in Vierecke. Vierecke? Na, ist okay. Ja. So, also ich schneide jetzt hier die Zwiebel in Würfelchen, wolltest du das sagen? Ja. Aha. So, dann also Zwiebel. Oh, ich freue mich darauf, wenn Feli geschleimt wird, ich sag's dir. Och, aber ja, erstmal bin ich froh, wenn du geschleimt wirst. Bisher läuft ja alles noch ganz gut zu meinem Leidwesen. Ja. Naja, am Ende des Tages kriege ich ja Essen, also ist ja auch okay. Die Knoblauchzehe würfel ich auch, ja? Mhm. Okay. Die, die Chili auch in Würfel? Die ganze? Ja. Okay. Du magst auch scharf. Auf jeden, Alter. Ich habe aber keine Lust, die jetzt in Scheiben zu schneiden. Das ist ja, wie es ist. Ich schneide jetzt einfach in Scheiben, ja? Ja. Hauptsache klein. Einmal quer durch. Das wird dann schon klein genug sein. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Moment. So. Hände waschen, bevor es Hände waschen. Gibt. Ich mache kurz die Schalen weg. Soll ja auch gut aussehen. Nun denn. Okay, weiter geht's. Bereit. Jetzt. Ja. Holst du dir wieder. Ein schwedisches Möbelstück. ein schwedisches Möbelstück. Geht auch dänisch Design? Ja, okay. Okay, also ein Brettchen, ja? Ja, außerdem auch noch ein Ding, aus das auch, das hat das gleiche Material wie unser Mülleimer oder so ähnlich. Aha, ja. Und es hat ganz viele kleine. Es hat ganz viele kleine Öffnungen und die sind voll scharf. Und wenn man nicht aufpasst, ballert man sich einfach ein Stück Haut ab, während man das benutzt. Aha, eine Mandoline. Eine Gitarre. Die Raspel. Ja. Genau. Okay. War das gerade knapp oder was? Das war ungefähr dreimal sehr knapp. Sehr gut. Schade, dass es dabei geblieben ist, ja. Und dazu holst du noch ein Fettziegel. Das ist jetzt natürlich, also muss jetzt, ich weiß, was gemeint ist. Da muss jetzt gleich sagen, ich habe vorhin einen Tweet gelesen und da hat jemand Väter als weißen Fettziegel bezeichnet. Und das fand ich extrem witzig und dann habe ich das den Leuten vorgelesen. Wir haben zwar keinen Twitter, aber ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Außerdem ist dort auch ein Like-Button und ein Abo-Button. Wenn ihr uns noch nicht folgt und ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann würde sich das sehr lohnen, denn Melissa schwitzt gerade vor Angst. Ich wurde schon eingeschleimt. Also ich hole jetzt den Fettziegel. Danke. Also hier ist kein Väter. Nein, ich meine tatsächlich auch kein Väter, sondern ich meine ein Fettziegel, der die Butter. Nein, der hat die Farbe von dem amerikanischen US-Präsidenten. Also, na, das ist kein Ziegel, aber sehr gut. Der ist piepst schon. Also, du meinst vielleicht diesen Irish Cheddar. Ja. Na gut. Ja, und was mache ich mit dem? Du Sack. Ja, was mache ich denn jetzt? Du machst jetzt den Fettziegel winzig. Ja. Indem du es an das. Ja, 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 ich warte auf die Anweisung. Indem du es über die... Ja. Fuck. Ja? Indem du es über das Gerät ziehst. Ja, um welche Seite? Ich bin ja sehr... Also ich bin ja nicht so... Ne, ich bin... Fuck. Ja? Okay. Bist du nervös? Ja, voll. Okay, ich bin winzig und die Löcher sind? Aus Metall. Das stimmt. Okay, wir haben mir überhaupt nicht hilft. Okay. Du möchtest die kleine Seite, ja? Eben nicht. Ach so, eben nicht? Ja, also du möchtest gerne die große Seite? Ja. Aber nicht die ganz große? Nein. Also die große hier, ja? Aber bisher ist noch alles ganz gut so, ne? Also bisher noch alles trocken geblieben. Traurig.
So, das letzte Stück lasse ich dir sogar zum Naschen später. Yay. So, wie geht's weiter? Okay, du holst jetzt einen Almanbock. Almanbock, Alter! ein Bräter. Einen römischen Topf. Ein Alman, eine Kartoffelkratterform. was geht noch alles mit einem Almanbock? Was ist noch so gut? Eine Schupfnudelfanne. Danke. Wenn euch noch gute Worte für Almanbock einfallen, lasst es uns wissen in den Kommentaren. Ich bin auf eure Kreationen gespannt. Arm hier, so, ja? Okay, und da kommt jetzt was rein. Und zwar... Meine Mutter. Ich tue da keinen Zwang an. Ja, tatsächlich eine Art von Fett. Meine Mutter ist nicht fett. Das stimmt wirklich nicht. Okay, eine Art von Fett. Butter. Und die ist nicht aus Blumen gemacht, sondern aus einer... Was ist denn das? Ist das eine Frucht? Diese Frucht gibt es in zwei verschiedenen Farben. Ah, ich weiß schon was, ja. Und zwar... Ja. Also... Ist das Öl, das du gerne hättest? Danke. Ist es mediterran? Ja, und es, die eine Frucht hat die Farbe, die Gothics gerne tragen. Du möchtest gerne Olivenöl. Yes! Das lassen wir jetzt ein bisschen warm werden. Ja. Und dann schmeißen wir da die Zutat rein, die die gleiche Farbe hat wie die zweite Farbe der Frucht von... Ich muss aber von vorne anfangen. Die schwarze, die zweite war schwarz. Was habe ich denn hier, was hier schwarz ist? Nein, die andere. Es gibt diese Frucht. Also die Farbe, die hier gerade drin ist. Genau. Du möchtest gerne die Zucchini haben. Ja! Das war wirklich eine sehr, sehr komplizierte Umschreibung. Wie viele Karten hast du jetzt schon fertig? Vier. Ach, wie viele waren es nochmal? Was? Wie viele Karten waren es insgesamt? 18. Ach Mensch, das ist ja noch viel Zeit, bis du eingeschleimt werden kannst. Aber ich bin so gespannt, ich warte so drauf. So, jetzt war ich aber auch hier zu ungeduldig. Ist nicht so schlimm. Zweite Hälfte mache ich einfach rein, wenn es zischt. Ich kann schon mal weiter erklären. Ich übernehme einfach deine wundervolle Formulierung vom letzten Mal. Ja. Und zwar schmeckst du das jetzt ab mit dem Gold des Meeres. Ah, es ist Salz, das du suchst. Genau. Ich lasse übrigens den Käse die ganze Zeit so stehen, weil ich darauf warte, wenn du zugeschleimt wirst, ist das Lieblingsmoment auf Lieblingsmoment. Ah. Gut, ne? Schnitt, Schnitt. Ja, exakt. Doch schön, oder? Und dazu wirfst du auch noch etwas, das dich zum Niesen bringt. Ah, sehr gut. Jetzt gibt's eine große Party, weil du alles hinzugibst. Ah. Außer unseren Präsidenten. Okay. Zucchini, Chili, Zwiebel, Knoblauch, schon eine geile Kombi. Ich bin gespannt, was rauskommt. Dann holst du jetzt eine Sache. Ja. Und zwar ist es wie eine ganz kleine Badewanne. Das ist deine kleine Wanne, jetzt ernsthaft eine Tasse? Eine Auflaufform? da könnte man theoretisch auch echt viel Cornflakes draus essen. Eine Schüssel? Ja! Ja! Eine kleine Badewanne, Alter. Okay, und dann nimmst du alles aus dem Almanbock, wenn es... Okay. Ja, endlich! My body is ready. Oh, und ich bin auch so ready. 3, 2, 1. Lieblingsmoment. Jawoll! Und, wie fühlt sich so an im Auge? Im Rücken ist es fast noch schlimmer. Oh, das hat sich schon wirklich sehr gut angefühlt. Aber es ist auch ein bisschen befreiend jetzt. Ja, das stimmt. Boah, aber wie abgefahren ist das bitte an den Füßen? Das stimmt wohl. Uch. Also wie gesagt, ich fand der schönste Moment, und da, wo es dann eigentlich witzig ist, wenn es so antrocknet so langsam und du dich dann so dran gewöhnst, dass du einfach das so auf dir hast. Also ich habe jetzt alles hier reingemacht. Okay, wir machen jetzt etwas. Also eigentlich mache ich das, ja? Ja. Nein, das ist hier Teamwork, auch wenn du dich nicht so benimmst. Doch, natürlich. Ich habe alles da reingemacht. Ja, okay. Ja. Und zwar brauchen wir... Kartoffelpüree. Nee, was ist mit deinem Kartoffelpüree? Ich versuche dich aus dem Konzept zu bringen, ja? Brauchen wir etwas und ich sage immer, das wäre ein schöner Mädchenname. Und es sieht ein bisschen nach Alien.
Es sieht ein bisschen nach Alien aus. Und ganz oft gibt's Babys. Und dann feiere ich die Babys mega ab. Paprika? Ja. Du findest Paprika ist ein schöner Mädchenname? Voll. Und wir machen jetzt was, was voll gut zu zum Beispiel Nachos passt. Käse. Nee, wir machen es. Wir machen das doch nicht. Und da steckt man die Sachen, da steckt man die Nachos rein und Käsesoße. Was hast du denn in der Hand? Seit wann? Paprika. Und da kannst du kannst doch nicht aus diesem Ding Käse machen. Nee, ja, aber das macht ja auch keinen Sinn. Was mache ich denn damit? Kleinschneiden oder was? Danke. Ja. Du musst aber immer noch erraten, was wir machen. Ja. Okay, was hat man denn standardmäßig? Man hat ja drei verschiedene Sachen. Was hat man standardmäßig zu Nachos? Ja. Okay, sagen wir, ich gehe in ein Restaurant. Es gibt Dips. Ja. Ja, genau. Okay. Welche? Sour Cream, Käsedips, Salsa. Danke. Ja. Und die welche machen von wir. Rein? Das letzte. Ah, okay. Okay. Wir machen nur Salsa, ja? Ja. Und wir machen den schönen Mädchennamen Klein. Aha. Und zwar holst du dir jetzt ein elektronisches Ding. Das hat Klingen. Ein Pürierstab. Größer. Ein Stabmixer. Ja. Mhm. Ja, und dann? Und das holst du jetzt erstmal. Okay. So, Mixi am Start, ja. Da wirfst du jetzt unsere Alien-Geschichte rein. Ja, der Mädchenname, ja. Ja, und auch noch andere Dinge, die ich dir jetzt erkläre. Dann holst du jetzt wieder etwas, was du damals bei unserem Special im Edeka-Markt essen musstest und heute schon mal geholt hast, aber diesmal sieht es aus wie mein Schleim. Flutschig. okay, du möchtest gerne, dass ich die Habanero hole, ja? Yes. Gut, die kommt da auch mit rein. Okay, ich mach den Stiel dann ab. Ja. Dazu kommt wieder das Gold des Meeres. Aha. Und das, was dich zum Niesen bringt. Ja. Als nächste Zutat brauchen wir brauchen wir wieder etwas, was mich als Edward Cullum abschrecken würde. Ja, und die kommt auch rein. Ja. Und dann erkläre ich dir schon die nächste Zutat. Außerdem brauchen wir 4 Esslöffel von unserem bereits auf dem Tisch stehenden Fett. Mhm. Olivenöl. Dann geht's noch weiter. Oha. Ich bin manchmal ein bisschen launig, zickig, gemein, gehässig, bösartig. Bitter. Bitter? Dein Kontostand. Okay, ich bin manchmal ein bisschen bitter und weltverdrossen. Werde auch vor Neid. Giftig, grün vor Neid. Was ist bitter und grün? Weiß nicht, Shrek. Man macht es oft in Cocktails. Oliven. Wo trinkst du denn bitte Cocktails? Minze, Limette. Ja! Aber Limette ist doch nicht bitter, Alter! Limetten sind mega bitter. Überhaupt nicht! Was? Nee, also Limette. Okay, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob Limetten auch bitter sind. Also, Limette, ja? Ja, das ballerst du durch. Ja, durchballern. Ratatatatam! Ratata, einmal. Okay. Und jetzt drückst du es so zusammen, dass sie weint. Ja, okay. In das elektronische Klingengerät. Ah, das ist derselbe Fehler wie bei mir, großartig. Ah, da Küchengerät, ich glaub's das nicht. Das ist mir genau dasselbe, ist mir auch passiert. Genau dasselbe. Oh Mann. Und wie fühlt sich das an? Ich glaube, es ist bei mir auch genau beim zweiten Mal passiert oder sowas. Weißt du, was auch grün, klein und bitter ist? Ich. Ja. Oh, schön. Oh, geil. Oh, der Lachs sapscht so richtig runter, ey. Oh, voll zwischen meine Brüste. Schön. Jetzt machst du den Deckel auf das Klingending. Das Gerät, meinst du? Danke. Oh, schön. Ja? Und let's go. Du möchtest also, dass ich das Klingen
du Ding das benutze? Klingending, dem Klingending, du drückst die Knöpfe des Klingendingens. jetzt holst du dir ein großes Keramik-Ding. Eine Toilette. Das wäre so geil. Aus dem Bad käme. Leute, ich hab's Waschbecken. Die gibt's manchmal auch aus Papier oder Plastik. Pappteller? Ja. Aber aus. Ach so, ich soll einen Keramikteller holen. Oder Porzellan. So, und darauf legst du. Ja. Etwas, das die Form einer. Ja, so ein bisschen wie eine fliegende Untertasse, würde ich sagen. Und, eigentlich ist es wie eine Pizza. Es sieht aus wie eine Pizza und es hat ungefähr... Lamachun. Es hat auch ein bisschen die Größe von einer Pizza. Mein Popo. Und, ja. Und es ist aus einer Zutat größtenteils... Ja, Weizen die oft... Nee, eben nee. Nicht. Aha. Die oft in so Teenie-Horrorfilmen benutzt wird. Und wenn man vom Dorf kommt, habe ich mal gehört, spielt man da voll viel drin. In den Feldern. Roggen, Weizen, Mais. Ja. Das Aha. letzte? Ja. Okay. Und da, ja, was aus Mais, das aussieht wie eine Pizza. Hallo. Ja, die sind aber aus Weizen, die Tortillas. Ja. Die sind wirklich aus Weizen. Weizen, Ach so, die Mais. Sind aus Weizen? Weizen, Mais, ja. Ja, okay. Gib beides. Dann nimmst du einen raus und packst es auf unser... Ja, auf, okay, ja. Auf unser Keramik, ja. Porzellan... Ja. ...Teil. Nun nimmst du... Ja. ...einen Teil. Ja. Von dem, was wir vorhin heiß gemacht haben? Mich. Ja, das hier? Ja. Und jetzt nimmst du etwas von dem Kleingemachten? Nein. Jetzt nein. Das ist beides. Aber ja, klein das ist klein. Jetzt nimmst du etwas von dem nicht mit dem Klingending Kleingemachten. Aha. Und haust ordentlich drauf. Und jetzt nimmst du eine zweite fliegende ja. Weizen-Untertasse. What? Ja, das ist mir auch passiert. Ich also habe nur Mais gelesen und dachte, naja, Weizen wird nicht dastehen. Wie bei Aussprache bei mir. Ja. Das ist großartig. Mensch, das kam ja unerwartet. Das kam wirklich unerwartet. So am Auspacken, ja. Also das packe ich hier oben drauf, ja. Ja. Freude, schöner Götter, funken Töchter aus Elysium. Wir. Das Neues. Hast du schon in die Box gemacht, oder was? Oh, aber das sieht gut aus! Ich find's auch ein bisschen sexy, ehrlich gesagt. Also vor allem mittlerweile sieht's aus jetzt so wie ein Stück vom T-Shirt. Das ist schon nicht schlecht, ja. Also es ist auch ein bisschen so, als würden Leute so Kaltlatex auf dir abgießen und dann hast du was anzuziehen danach. Ja, ja, doch, ja. Wird dir stehen. Ja. Nicht schlecht. Also langsam schleime ich mich so ein. Ehre. Gut, wir holen jetzt neuen Almanwok. Ja, okay. Almanwok ist wirklich, wirklich sehr gut. Finde ich wirklich extrem witzig. Ja. Und den machen wir jetzt ein bisschen gemütlich. Okay, alles klar. Okay, es wird gemacht, ja. Also ja, ich glaube, die Pfanne ist mittlerweile erwärmt und warm. Okay, gut. Ja. Dann fliegt die Untertasse rein. Okay, die gefüllte, ja. Mhm. Vollbesatzung hinein, ja. Bäm. Okay, ist drinne. So, dann würde ich sagen, ich räume mal ein bisschen auf und du spielst in deinem Flamme, ja? Ja. Gut. Er okay. brennt an. Oh ja, es brennt schon an. Okay, dann flippen. Okay, hab mir schon mal ein Brettchen. Ha, okay, aber gerade noch so. Und wieder rein. Okay. Ha, sehr geklippt. Gut. Puh, das war knapp. Wenn es fertig ist, raus. Und weißt du, was dann kommt? Essen. Ja, denn das ist meine letzte Karte. Ciao. Wirklich jetzt? Ey, aber ich find's auch irgendwie war es auch ein bisschen nice. Na, ist schon witzig, ne? Es ist auch witzig. Das Einzige, was eklig ist, sind meine Haare, die jetzt so ein hartes Stück Stärke sind. Aber siehst du, es konnte dir nicht in die Ohren laufen, weil deine Haare davor sind. Bei mir ist das so richtig schön so. Dafür ist alles im Schlüpper. Batsch! Perfekt. So. Gut.
Das heißt, ich schneide das jetzt vielleicht nicht klein, Teller, Dreiecke. Ich werde das jetzt irgendwie drapieren, wie es mir gerade passt. Dann probieren wir und dann darfst du baden gehen. Yay! Gut. So, es wird Zeit zu probieren. Hier. Oh. Das auch rein, ne? Ja. Dankeschön. Dann einmal kurz jeder eine eigene Ecke reinschippen. Und hab's gelungen, zu Schleim zu werden? Mhm, auf jeden Fall. Ja, können wir machen. Ja. Hat leichte Hotness. Mhm. Geht klar. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, kocht es gerne nach. Und wenn euch die Schleim-Challenge gefällt, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren und mit dem Daumen nach oben, ne? Wichtig. Hast du noch was zu sagen? Letzte Worte? Ja, falls ihr noch mehr Bock habt auf eingeschleimte Leute, kommt ihr jetzt hier zu unserer anderen Schleim-Challenge und hier zu Fajitas. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt baden. Tschüss, ich auch. Baden.